Dr. Ralf Adam, geboren 3. März 1968 in München, wohnhaft in München, verheiratet, Sportmediziner, seit dem 4.8.2008 in Untersuchungshaft in der JVA München-Stadelheim. Der Angeklagte erfuhr am Abend des 1.8.2008 gegen 21.10 Uhr in der Wohnung seiner Geliebten Linda Zobel in München, dass diese ein Kind von ihm erwartete. Als Linda Zobel von ihm verlangte, sich deswegen von seiner Ehefrau scheiden zu lassen und sich zu ihr zu bekennen, kam es zu einem heftigen Streit. In dessen Verlauf ergriff der Angeklagte eine Bronzestatue von der Kommode im Schlafzimmer und schlug damit Linda Zobel dreimal voller Wut auf den Hinterkopf, um sie zu töten und die Schwangerschaft abzubrechen. Linda Zobel erlitt ein Schädelhirntrauma und verstarb infolge einer Hirnkompression. Ihr ungeborenes Kind konnte nicht gerettet werden. Linda Zobel war für den Angeklagten nur eine belanglose Affäre. Durch die Tat wollte er eine Gefährdung seiner Ehe verhindern und sich jeder Verantwortung für sein Kind entziehen. Der Angeklagte wird somit des Mordes in Tateinheit mit Schwangerschaftsabbruch beschuldigt, strafbar gemäß § 211. Herr Dr. Adam, es steht Ihnen frei, ob Sie sich zu dem Anklagevorwurf äußern wollen. Wollen Sie sich äußern? Ja, natürlich. Ja, und was wollen Sie sagen? Dass ich unschuldig bin. Gut, dass Linda meine Affäre war, das kann ich ja wohl nicht leugnen. Mhm. Aber es war nichts Ernstes. Also, sie war meine Patientin und wir sind uns näher gekommen, aber die Sache war banal, doch kein Grund für einen Mord. Die Affäre an sich war vielleicht kein Grund, aber die Getötete war im 3. Monat schwanger von Ihnen und sie hat sie damit unter Druck gesetzt. Linda wusste doch, dass ich verheiratet bin. Sie hat mich nicht unter Druck gesetzt und außerdem wusste ich gar nicht, dass sie schwanger war. Das hat mir doch nachher erst die Polizei gesagt. Ja, nun gibt's aber eine Zeugenaussage. Und laut der Zeugenaussage war die Linda Zobel an dem Abend mit Ihnen verabredet in ihrer eigenen Wohnung und wollte Ihnen bei der Gelegenheit die Geschichte mit der Schwangerschaft erzählen. Aber ich war nicht da. Oh doch, das waren Sie. Und sie hat Ihnen nicht nur gesagt, dass sie schwanger von Ihnen ist, sie hat Ihnen auch das Messer auf die Brust gesetzt. Sie hat von Ihnen verlangt, dass Sie Ihre Ehefrau verlassen und sich endlich offiziell zu ihr und dem Baby bekennen. Ach, das ist doch Unsinn. Linda war doch selbst verlobt. Ja, mit Ihrem Neffen, Herr Dr. Adam. Linda und ich, wir hatten eine Affäre und da kam diese Schwangerschaft als bedauernswerter Zwischenfall dazwischen. Da kann man doch das regeln. Ach, da kann man das doch regeln? Sie haben es geregelt, Herr Dr. Adam. Herzlichen Glückwunsch. Und wissen Sie wie? Mit dieser Bronzestatue. Die haben Sie Ihrer Geliebten nämlich über den Kopf gezogen, ja, und sie damit erschlagen. Dafür gibt es genügend Beweise, wie zum Beispiel die Fingerabdrücke von Ihnen hier auf der Tatwaffe. Ja, weil ich ihr diese Statue geschenkt habe. Das Sakko, ist das Ihr Sakko? Ja, das ist mein Sakko, ja. Und ich weiß, dass dort Blutspuren von Linda gefunden wurden. Aber ich habe keine Ahnung, wie die Blutspuren auf das Sakko gekommen sind. Sie haben keine Ahnung? Ich habe aber eine Ahnung und ich erkläre es Ihnen auch gerne. Ja? Mit den Fingerabdrücken allein auf der Tatwaffe wären Sie vielleicht noch rausgekommen. Aber Sie haben einen schwerwiegenden Fehler gemacht. Einen Fehler, den viele Täter machen, Herr Dr. Adam. Sie haben nämlich versucht, Tatspuren zu verwischen und dabei Spuren hinterlassen. Sie haben mit Ihrem Sakko versucht, die Tatwaffe abzuwischen. Das habe ich nicht. Natürlich, und so kam auch das Blut des Opfers auf Ihr Sakko. Ich habe es am Nachmittag bei Linda liegen lassen. Ich weiß aber nicht, was damit passiert ist. Ja, und können Sie mir dann bitte schön sagen, wie es kommt, dass wir Ihr Sakko nicht in der Wohnung der Getöteten gefunden und sichergestellt haben, sondern in Ihrem Wagen? Ich habe keine Ahnung. Ist nicht etwa, dass Sie keine Ahnung haben. Sie haben keine Ausrede. Frau Staatsanwältin, ich bin überzeugt davon, dass der wahre Täter das Sakko meines Mandanten in der Wohnung gefunden hat. Und dann hat er es ganz absichtlich mit der Tatwaffe in Berührung gebracht. Und warum? Um den Verdacht auf meinen Mandanten, Herrn Dr. Adam, zu lenken. Und dann hat er schließlich das Sakko in dem Wagen meines Mandanten deponiert. Das ist gut möglich. Schließlich stand der Wagen die ganze Nacht über in der Auffahrt meines Grundstückes. Und als ich morgens in den Wagen steigen wollte, merkte ich, dass er offen war. Ich hatte ihn wohl vergessen abzusperren. Oh, na, so ein Zufall. Dann frage ich mich aber, wie es sein kann, dass Ihr Wagen zur Tatzeit vor dem Haus des Opfers gesehen wurde. Ich habe keine Ahnung. Ich war an dem Abend nicht bei Linda. Ne? Wo waren Sie denn den ganzen Abend? Ich war zu Hause. Ich war den ganzen Abend und die ganze Nacht zu Hause. Das hat Ihnen doch meine Frau bestätigt. Ja, die hat gelogen. Ich weiß nicht, wer hier lügt, jedenfalls irgendjemand anders. Ich habe damit nichts zu tun, ich bin unschuldig. Vielleicht konzentrieren wir uns mal auf den Herrn David Heinemann, Frau Staatsanwältin. Den Verlobten von Linda Zobel, der Toten. Genau. Der hat nämlich ein erstklassiges Motiv. Kann es nicht sein, dass er es vielleicht war, der Wind bekommen hat von der Affäre und auch Wind bekommen hat von der Schwangerschaft und dann in seiner Wut und Enttäuschung und Eifersucht seine Verlobte erschlagen hat? Und obendrein, im Gegensatz zu meinem Mandanten, hat der Herr Heinemann kein Alibi. Katrin, wir müssen reden. Was war das gestern? Was meinst du, David? Du hast versucht, mich zu küssen. Ja, und? Willst du das nicht? Ich war mit deiner besten Freundin verlobt. Mensch, Katrin, ich kann ja verstehen, dass du durcheinander bist. Ich nehme dir auch nichts übel. Nach allem, was geschehen ist, Lindas Tod und was sich im Nachhinein herausgestellt hat.
Ich kann verstehen, wenn du im Moment die Nerven verloren hast. Da täuschst du dich gewaltig, David. Die Zeugin Katrin, ich habe nur das getan, was ich seit über einem halben Jahr tun wollte. Aber Katrin, Linda war deine beste Freundin. Wie kannst du nur? Linda war eine Schlampe. Sie hat dich überhaupt nicht verdient. Was? Hast du denn noch nicht begriffen, was gut für dich ist? Frau Buchholz, bitte. Frau Buchholz, guten Tag. Kommen Sie mal bitte hier nach vorne. Nehmen Sie bitte Platz. Ich muss Sie zunächst belehren. Als Zeugin vor Gericht muss man natürlich die Wahrheit sagen, sonst würde sie sich strafbar machen. Sie heißen Katrin Buchholz, 27 Jahre alt. Sie wohnen in München. Sie sind ledig, Buchhändlerin. Verwandt oder verschwägert mit dem Angeklagten sind Sie nicht. Sie wissen, wir sind heute hier, um den Tod von Linda Zobel aufzuklären. Ja. Linda war über 5 Jahre meine beste Freundin. Ich kann immer noch nicht glauben, was passiert ist. Ja, sicherlich auch nicht einfach als beste Freundin. Auch unser aller Beileid, bitte. Ja. Jetzt sind Sie nicht nur Freundin gewesen, Sie waren ja auch Nachbarinnen, ja, wenn ich das richtig gelesen habe. Die Frau Zobel hat gegenüber von Ihnen gewohnt. Konnten Sie die Wohnung von Frau Zobel einsehen? Ja, ich kann von meinem Wohnzimmer in Ihr Schlafzimmer sehen. Also es war so, die beiden Wohnungen sind gegenüber. Also Ihr Wohnzimmer ist vom Schlafzimmer des Opfers im Grunde nur durch diese kleine Straße getrennt. Ja, genau. Ja, und diesem Umstand ist es ja quasi zu verdanken, dass Sie praktisch Augenzeuge in der Tat geworden sind, oder? Ja. Ja, und was Sie da beobachtet haben an dem Abend des 1. August, bitte schildern Sie uns das mal. Ja, also ich habe Schatten gesehen in der Wohnung um 9:15. Was waren das denn für Schatten? Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Linda war im Schlafzimmer und hat sich fertig gemacht. Dann hat sie die Gardinen zugezogen und hat das Zimmer verlassen. Es muss wohl geklingelt haben, denn kurz darauf kam sie mit einer Person wieder ins Zimmer herein. Mhm. Konnten Sie die Person erkennen? Nicht wirklich, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein Mann und eine Frau war. Konnten Sie sonst noch was erkennen? Also was diese beiden Personen gemacht haben zum Beispiel? Ja, sie haben ziemlich wild diskutiert. Mhm. Und dann hat der Mann die Hand gehoben und auf Linda eingeschlagen. Na gut, das sehen Sie, da schlägt ein Mann auf Ihre beste Freundin. Was haben Sie da gemacht? Ich bin dann zum Telefon gerannt und habe sie angerufen, um zu schauen, ob alles in Ordnung ist. Aber sie ist nicht rangegangen. Und was haben Sie dann gemacht? Ich hatte für den Notfall immer noch einen Schlüssel für Ihre Wohnung. Den hatte ich in der Panik natürlich so schnell nicht gefunden. Und es dauerte Zeit, bis ich ihn gefunden habe. Und dann bin ich runter auf die Straße. Und da ist mir auch aufgefallen, dass das Auto von Dr. Adam nicht mehr dasteht. Also das Auto des Angeklagten. Hat sie das denn gesehen vorher? Ja, 9:15, als ich die Schatten im Schlafzimmer gesehen habe, stand da auch das Auto vor der Tür. Das ist definitiv nicht wahr. Ja, aber Sie waren doch mit Linda verabredet. Sie müssen es also gewesen sein. Es muss Ihr Auto gewesen sein. Also ich weiß nicht, wovon die Frau redet, aber das ist eine Lüge. Um wie viel Uhr waren Woher wissen Sie denn überhaupt, dass der Angeklagte mit Ihrer Freundin verabredet war an dem Abend? Naja, weil ich selber dabei gewesen bin. Wir hatten am Nachmittag Kaffee getrunken und gequatscht. Und da hatte Linda den Dr. Adam gebeten, abends 9 wiederzukommen. Das stimmt nicht. Gut, ich war am Nachmittag bei Linda. Ich wollte vorbeischauen, aber Frau Buchholz war dort und wollte uns nicht alleine lassen. Deswegen habe ich kurz einen Kaffee getrunken und bin dann wieder gegangen. Bei der Gelegenheit habe ich auch das Sakko dort liegen gelassen. Aber Linda hat Ihnen doch gesagt, dass sie eine wunderbare Neuigkeit hat. Und Sie haben gesagt, dass Sie sich freuen. Das stimmt nicht. Jetzt waren wir dabei stehen geblieben, dass dieser Mann da mit Ihrer Freundin im Schlafzimmer war. Können Sie sagen, wie spät das war? Ja, das war definitiv 9:00. Also, und Sie sind dann auf die Straße runter und Sie haben gesagt, da haben Sie das Fahrzeug nicht mehr gesehen, von dem Sie sicher sind, dass es der PKW des Angeklagten war. Ja, und dann bin ich hoch in die Wohnung mit dem Schlüssel, den ich in der Zwischenzeit ja gefunden hatte. Und ja, dann habe ich Linda gefunden im Schlafzimmer. Sie hat am Kopf geblutet und sich nicht mehr bewegt. Linda Zobel wurde mit dieser Bronzestatue 3-mal auf den Kopf geschlagen. Das hat die Spurensicherung ganz klar herausfinden können anhand der Spurenlage. Auch der Obduktionsbericht kommt zu einem hierzu passenden Ergebnis. Ich verlese an dieser Stelle den Obduktionsbericht. Hier heißt, am Leichnam von Linda Zobel konnte am Kopf eine große Wunde festgestellt werden, die von 3 Schlägen mit einem harten Gegenstand herrührt. Sie erlitt dadurch ein Schädel-Hirntrauma und verstarb infolge einer Hirnkompression. Und auch ihr ungeborenes Baby konnte leider nicht gerettet werden. Ja, ich habe ja sofort den Notarzt gerufen, aber... Ja, Ihr Notruf, der ist genau 21.12 Uhr eingegangen in der Leitstelle. Sie sah so wunderhübsch aus. Sie hatte ihr neuestes Kleid an, sie hatte sich die Haare gemacht und sie hatte sich auf den Abend gefreut. Und dieser Verbrecher bringt sie einfach um. Also das ist tatsächlich hier bezeichnend, dass das Opfer sehr sorgfältig zurechtgemacht war. Also sie war hier deutlich geschminkt und sie muss sich kurz davor auch die Haare gewaschen haben. Auch die Spurensicherung hat bestätigt, dass kurz zuvor die Dusche von ihr benutzt worden ist. Die Haare waren noch feucht sogar. Ich habe das nie verstanden. Linda war mit einem so wunderbaren Mann verlobt und das wollte sie alles aufgeben für diesen
Quacksalber, der sich für weiß wen hält, nur weil er ab und zu irgendwelchen Promis die Beine bandagiert. Haben Sie mit Ihrer Freundin darüber gesprochen? Ja, natürlich. Ich habe ihr abgeraten, von Anfang an, dass dieser Mensch keinen Charakter hat. Das sieht man allein schon daran, dass er mit der Verlobten seines Neffen rummacht. Und wie stand Ihre Freundin dazu? Ja, sie wollte nicht auf mich hören. Sie war diesem Kerl irgendwie verfallen. Sie wollte seinetwegen sogar ihren Verlobten verlassen. Das wollte sie ganz bestimmt nicht. Dafür gab es keinen Grund. Doch, das Kind! Sie hat mir gesagt, dass sie mit dem Vater des Kindes zusammenleben will und dass sie Dr. Adam dazu bringen will, sich scheiden zu lassen. Wissen Sie denn, ob sie mit dem Dr. Adam darüber schon gesprochen hat, über diese Pläne? Ja, natürlich. Deshalb hat er sie doch umgebracht. Er wollte Linda nicht und das Kind auch nicht. Und an dem Abend wollte sie mit ihm darüber sprechen. Wie steht es eigentlich mit dem Verlobten von Linda Zobel? Wusste er von dieser Affäre? Nein, David hat nichts gewusst. Was macht sie da so sicher? Ja, weil sie ja erst an dem Abend mit Dr. Adam reden wollte. Und mit David konnte sie ja dann nicht mehr reden. Ich denke, dass er es einfach ganz alleine rausgefunden hat. Und dann hat er seine Verlobte im Streit erschlagen. Nein, nein, nein. David hat ganz bestimmt nichts gewusst. Noch weitere Fragen? Keine Fragen. Danke. Dankeschön. Dann dürfen Sie den Platz nehmen. Sie bleiben unvereidigt. Celine Kessler, bitte. Frau Kessler, guten Tag. Kommen Sie mal bitte hier nach vorne. Nehmen Sie bitte hier Platz. Ich muss Sie zunächst mal belehren, als Zeugin müssen Sie hier die Wahrheit sagen, sonst würden Sie sich strafbar machen. Sie heißen Celine Kessler, 18 Jahre alt, Sie wohnen in München, Sie sind ledig, Schülerin, nicht verwandt oder verschwägert mit dem Angeklagten hier. Verwandt? Nee, gar nicht. Ich kenne die eigentlich auch alle gar nicht. Höchstens vielleicht mal vom Sehen. Frau Kessler, Sie wissen, es geht heute um den 1. August 2008. Das ist der Tag, an dem Linda Zobel in ihrer Wohnung getötet wurde. Ja, schon klar. Ich war ja zu der Zeit auch in dem Haus, wo diese Linda gewohnt hat. Ich habe auf die drei Katzen von meiner Oma aufgepasst, weil die ist über das Wochenende weggefahren und irgendwer muss halt auf die Tiere dann aufpassen. Das heißt, Ihre Oma wohnt auch in dem Haus, in dem die Linda Zobel gewohnt hat? Ja, in der Wohnung unter der, wo der Mord geschehen ist. Mhm. Das ist schon krass, oder? Ich meine, ich fahre übers Wochenende zu meiner Oma, will da auf die Katzen aufpassen und kaum bin ich da, passiert dann Mord. Und dann werde ich auch noch eine wichtige Zeugin. Wichtige Zeugin ist ein gutes Stichwort. Erzählen Sie uns, was Sie da genau beobachtet haben? Ja, also ich habe diesen Mann gesehen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das habe ich ja auch bei der Polizei dann ausgesagt, bei der Gegenüberstellung. Ja, da haben Sie ja Dr. Adam dann auch gleich wiedererkannt. Und entscheidend ist jetzt natürlich, bei welcher Gelegenheit haben Sie den Dr. Adam gesehen? Also einmal am Nachmittag, das war so gegen 3 Uhr. Da bin ich gerade angekommen, in meinen Taschen vollgepackt und auf die Tür zugelaufen. Und ja, da hat er auf mich gewartet, hat mir die Tür aufgehalten. Und bei der Gelegenheit hat er mich auch so ganz schmierig angeguckt. Aber mein Typ ist das echt nicht. Ja, da können Sie beruhigt sein. Sie sind auch nicht meiner. Herr Dr. Adam. Können Sie sich erinnern, ob der Dr. Adam einen Sakko anhatte? Das weiß ich jetzt echt nicht mehr. Darauf habe ich auch nicht so geachtet. Am Abend, als ich ihm das zweite Mal begegnet bin, da hatte er auf jeden Fall so einen Sakko in der Hand. Können Sie sagen, wie das Sakko aussah? Das war dunkel. Schauen Sie mal, könnte es das gewesen sein? Ist das so ein Leinensakko? Es kann es gewesen sein. Also so genau habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Und das zweite Aufeinandertreffen an dem Abend, wie ist denn das genau abgelaufen? Ja, da bin ich aus der Haustür gekommen und hätte ihn fast über den Haufen gerannt, weil ich habe in meiner Handtasche nach meinem Handy gesucht und ihn gar nicht gesehen. Ich weiß, dass ich nicht dran bin, aber die junge Dame muss mich verwechseln. Ich war an dem Abend nicht da. Ich habe ja auch nie gesagt, dass ich mir hundertprozentig sicher bin. Wissen Sie, wie spät es war, als Sie den Mann getroffen haben? Das war so 9:10. Bitte? 9:10. Das 9:10? Ja. Bei Ihrer polizeilichen Aussage, da haben Sie angegeben, dass es kurz nach 9 gewesen sei. Ja, da habe ich noch gedacht, dass es kurz nach 9 gewesen ist. Aber mittlerweile weiß ich, dass die Kuckucksuhr von meiner Oma vorgeht. Und nach mir, der hatte ich mich gerichtet. Und wieso erfahren wir das erst jetzt? Ich meine, das ist ein Mordfall hier. Das ist furchtbar wichtig. Ja, also wenn Sie wichtig, das erfahren haben, dann hätten Sie es doch längst sagen müssen so und uns informieren müssen. So wichtig wird es ja jetzt nicht gewesen sein. Das sind ein paar Minuten. Ich meine, so krass wird diese Linda ja nicht gewesen sein, dass sie alle paar Minuten einen anderen Lover hat, oder? Also Frau Kessler, ein paar Minuten hier hin oder her, die können durchaus darüber entscheiden, ob jemand als Täter in Betracht kommt. Es geht um Mord hier. Also lassen Sie uns das jetzt wirklich klären. Sind Sie sich wirklich ganz sicher, dass Sie schon ein paar Minuten vor 9 Uhr die Wohnung Ihrer Großmutter verlassen haben? Ja, ich bin mir ganz sicher. Ich habe ja keine Armbanduhr und naja, da habe ich mich nach der Kuckucksuhr gerichtet. Ich hatte gerade Schlüssel, Geld und Handy zusammengesucht, weil ich noch mal in meiner Stammkneipe vorbeigucken wollte. Und in der Zeit genau hat die Uhr 9-mal geschrien. Und da bin ich ja gleich runtergegangen. Ja, und wie haben Sie dann feststellen können, dass die Kuckucksuhr vorging? Am Abend danach. Da war ich 8 Uhr mit meinem Freund verabredet. Ja, und
Ich bin natürlich auch pünktlich runtergegangen, nach der Kuckucksuhr jedenfalls, und stand dann erstmal eine ganze Zeit im Regen. Als er dann endlich gekommen ist, habe ich ihn natürlich erstmal angeschnauzt, wie es sich denn erlauben könnte, mich so lange im Regen stehen zu lassen. Naja, und da hat er das Radio angeschaltet und da fingen gerade die Nachrichten an. Und da habe ich natürlich gemerkt, dass er nur eine Minute zu spät war. Naja, danach musste eben die Kuckucksuhr von meiner Großmutter vorgehen. Aber da habe ich doch nicht mehr dran gedacht, dass ich ein paar Stunden vorher bei der Polizei die falsche Zeit angegeben habe. Haben Sie dann noch mal überprüft, wie viel genau diese Uhr vorging? Ja, die ging 11 Minuten vor. Ich habe sie ja dann gestellt. Die 11 Minuten erscheinen mir eigentlich sehr wichtig zu sein. Frau Buchholz, Sie haben doch vorhin gerade gesagt, dass zu sehen war, dass der Mann erst um, ich habe mir das mitgeschrieben, kurz nach 9 zu Linda Zobel in die Wohnung gekommen ist. Ja? Auch Sie müssen weiterhin die Wahrheit sagen. Ja, da bin ich mir ganz sicher. Also ich bleibe definitiv bei meinen Zeitangaben. Ja, und ich bin mir auch sicher. Dann haben wir eine Diskrepanz. Ich hoffe mal, dass sich diese noch aufklären wird. Wenn im Moment keine weiteren Fragen sind, dann dürfen Sie auch hinten Platz nehmen. Dankeschön. Dann bleiben Sie unvereidigt. Auch die Frau Buchholz bleibt weiterhin unvereidigt. Und dann hören wir uns mal Ihre Ehefrau an, Viola Adam. Frau Adam, guten Tag. Kommen Sie mal bitte hier nach vorne. Nehmen Sie bitte hier Platz. Zunächst die Belehrung. Sie wissen natürlich, dass man vor Gericht als Zeugin die Wahrheit sagen muss. Wenn Sie was Falsches sagen würden, würden Sie sich strafbar machen. Sie heißen Viola Adam, 40 Jahre alt. Sie sind Hausfrau, Sie sind verheiratet, wohnen in München. Und Sie sind die Ehefrau des Angeklagten. Als Ehefrau ist man hier immer so im Zwiespalt. Deswegen hat der Gesetzgeber festgelegt, dass Sie hier überhaupt nicht aussagen müssen. Sie können das vorher entscheiden. Wenn, dann muss natürlich die Wahrheit sein. Ja, ich möchte aussagen. Ich habe gelogen. Mein Mann war nicht den ganzen Abend zu Hause. Er ist um 20:30 weggefahren und kam um 8:50, 21:45 wieder nach Hause. Na bitte, genau zur Tatzeit. Damit ist es ohnehin nicht glaubwürdige Alibi des Angeklagten endgültig geplatzt. Also passen Sie mal auf. Wenn Sie bei der Polizei was Falsches ausgesagt haben, dann frage ich mich, war das mit dem Angeklagten abgesprochen? War das vielleicht sogar seine Idee? Nein. Das ging ganz allein von mir aus. Jetzt hoffe ich, dass Sie spätestens jetzt wirklich alles sagen, was Sie wissen. Hm? Das würde ich ja wirklich tun. Aber wirklich, ich weiß gar nichts. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass mein Mann zur Tatzeit nicht zu Hause war. Falls das nun tatsächlich die Wahrheit ist, was Sie uns da sagen, dann würde das natürlich gleichzeitig auch bedeuten, dass auch Sie selbst kein Alibi haben. Wozu sollte ich ein Alibi brauchen? Ich bitte Sie, Frau Adam, als betrogene Ehefrau, da hatten Sie doch ein erstklassiges Motiv. Herr Kollege, nicht die Zeugin, sondern Ihr Mann, der Angeklagte, ist am Tatort gesehen worden. Also ich sage Ihnen mal was, Frau Schrank. Die Frau Kessler, die hat vorhin selbst zugegeben, dass sie nicht wirklich was erkannt hat. Das können genauso gut irgendwelche Nachbarn gewesen sein, die sie da gesehen hat. Und was haben wir noch? Wir haben die Frau Buchholz, die hat irgendwelche Schatten gesehen und angeblich den Wagen meines Mandanten. Also da könnte doch genauso gut der Wagen von seiner Ehefrau gefahren worden sein. Herr Adam, Sie lassen mich jetzt mal bitte machen, ja? Aus schlechtem Gewissen haben Sie vielleicht oder aus ganz eiskalter Berechnung, aus Kalkül zunächst mal Ihrem Mann ein Alibi gegeben, ja? Und jetzt hängen Sie ihn hin. Selbst ist man sich doch immer noch der Nächste, oder, Frau Adam? Das ist völlig absurd. Das ist doch kompletter Unsinn. Meine Frau hat damit überhaupt nichts zu tun. Ich bin in dem Wagen zu Linda gefahren an dem Abend. Ach nee. Also waren Sie schön, doch dass Sie mir rechtzeitig gesagt haben. Wann? Wir waren verabredet. Es muss 8:50 gewesen sein, als ich bei Linda geklingelt habe. Ich habe zweimal geklingelt, aber Linda hat nicht aufgemacht. Dann kam diese junge Dame aus der Tür und ich habe einen Moment lang überlegt, ob ich raufgehen soll und vor Lindas Wohnungstür klopfen. Dann habe ich mich aber dagegen entschlossen, weil ich mir dachte, es kann ja sein, dass ihr Verlobter vielleicht unvorbereitet zu Linda gekommen ist, ihr einen Überraschungsbesuch abstattet und sie deswegen nicht die Tür aufmachen kann. Also bin ich wieder gegangen. Wohin? Ich bin nach Hause gefahren. Wie lange braucht man denn von Ihnen zu Hause zur Wohnung von Linda Zobel? Ungefähr 20 Minuten einfacher Weg. Also hin und zurück knapp eine Dreiviertelstunde. Ja. Sie sind sich sicher, dass Ihr Mann um 8:45 wieder zu Hause war? Ja, ganz sicher, das war er. Also haben wir tatsächlich einige Ungereimtheiten. Das, was Sie jetzt behaupten, würde natürlich eigentlich zu dem passen, was Ihre Ehefrau sagt, was die Frau Kessler sagt. Also wenn Sie um 8:50 am Tatort gewesen sein wollen, dann passt es dazu, was Sie gesagt haben, wann er zu Hause war. Und auch zu dem, was Sie da in Verbindung mit der Kuckucksuhr festgestellt haben wollen, wenn Sie sich da nicht verrechnet haben, dann haben Sie ihn ja wirklich um 8:50 an der Tür gesehen.
Aber es passt halt alles leider nicht zu dem, was die Frau Buchholz gesagt hat. Nee. Auch wenn jetzt drei Aussagen hier zusammenpassen. Und deswegen frage ich Sie nochmal, Frau Buchholz, sind Sie sich ganz sicher, also wann genau haben Sie das Auto gesehen? Wann genau haben Sie den Schatten gesehen im Schlafzimmer? Und wie viel Zeit ist dann vergangen, bis Sie dann die Polizei verständigt haben? Also ich kann mich nur nochmals wiederholen. Es war kurz nach 9, als ich die Schatten gesehen habe und gleichzeitig das Auto vor der Tür. Dann hat es ein bisschen gedauert, bis ich den Schlüssel gefunden habe, in die Wohnung gelaufen bin und da habe ich Linda dann gefunden. Und dann habe ich sofort die Polizei angerufen. Aber damit scheidet doch mein Mandant definitiv als Täter aus. Er kann doch nicht um kurz nach 9 am Tatort gewesen sein und um 8:45 bereits wieder zu Hause. Wenn das alles so stimmt. Eben. Frau Adam, wussten Sie eigentlich von der Affäre Ihres Mannes? Gewusst habe ich es nicht, aber ich habe es geahnt. Mein Mann hatte regelmäßig Affären. Ach, Fiona, ich habe gelernt, damit zu leben. Ich liebe meinen Mann und ich habe ein angenehmes Leben geführt. Sollte ich das alles wegschmeißen wegen irgendwelcher billigen Flittchen, wegen irgendwelcher sexuellen Geschichten? Wenn ich jetzt mein Mann, Mann hatte eigentlich sehr schnell genug von seinen Affären. Also wenn ich Sie jetzt halbwegs richtig verstanden habe, dann war dieses angenehme Leben und vielleicht auch falsch verstandene Liebe zu Ihrem Mann Grund dafür, dass Sie ihm zunächst ein falsches Alibi gegeben haben, richtig? Ja, das war ein Grund, aber ich glaube nicht, dass mein Mann der Täter ist. Ich habe einfach auch versucht, die Fassade aufrechtzuerhalten, so wie ich das jahrelang getan habe. Und was hat Sie dazu bewogen, Ihre Meinung zu ändern? Ich habe etwas erfahren im Laufe der Ermittlungen, was diese Affäre von den anderen Affären unterschieden hat. Diese Frau war verlobt mit dem Sohn meines Bruders und schwanger von meinem Mann. Ich kann ihm diesmal nicht verzeihen. Und ich werde mich diesmal von ihm trennen. Viola, jetzt reagier doch nicht über. Linda ist tot und es wird kein Kind mehr geben. Ja, was für ein Glück für Sie, oder? Brumm, 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 brumm. Hey, kleiner Mann, was machst du denn da? Junge, du musst doch keine Angst vor mir haben. Ich bin von der Polizei. Ich will dir nur helfen. Junge, mach das Auto auf! Ich muss die Alarmanlage ausschalten! Sieben, 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 fünf. Es war also die Schwangerschaft der Toten, die sie so schwer getroffen hat, dass sie diesmal ihr bequemes Leben, an dem sie, wie sie selbst sagen, so hingen, an denen so viel lag, dass sie das alles aufgeben wollten. Können Sie das nicht verstehen? Ich verstehe, dass eine Schwangerschaft eine ganz, ganz große Bedeutung hat, offenbar auch für Sie. Aber ich frage mich ganz ehrlich und bei allem Respekt, warum haben Sie denn eigentlich selbst keine Kinder bekommen? Ich habe in meinem ganzen Leben mir nichts sehnlicher gewünscht als ein eigenes Kind. Aber mein Mann war strikt dagegen und ich habe mich seinem Willen gefügt. Ich kann es einfach nicht verkraften, dass er eine andere Frau geschwängert hat. Frau Adam, Frau Adam. Und deswegen haben Sie diese andere Frau getötet, weil Sie es nicht ertragen konnten. Ach, so ein Unsinn! Ich meine, ich wusste doch noch nicht mal, dass Linda schwanger war. Wie sollte denn meine Frau davon wissen? Ich habe es nicht gewusst, sonst hätte ich nicht bei der Polizei schon gelogen. Und die Konsequenz daraus, meine Konsequenz, ist nicht ein Mord, sondern eine Trennung. Viola, lass uns doch darüber in Ruhe reden. Eine Trennung hat ja auch etwas Gutes. Seit mein Mann in U-Haft sitzt, ist meine Schwester zu mir gezogen, zusammen mit ihrem kleinen Sohn Lukas. Und ich liebe Lukas über alles. Und jetzt kann ich ihn endlich sehen, so oft ich will. Weil nämlich mein Mann hat es mir vorher so oft verboten, weil er keine Kinder mag. Ach, das ist doch gar nicht wahr. Der Junge war außerdem sehr oft bei uns. Entschuldigung, ist hier im Saal der Halter des Wagens mit dem Kennzeichen München C7775? Ja, das ist mein Wagen. Es wäre gut, wenn Sie mitkommen könnten. Ein kleiner Junge hat sich ins Auto eingesperrt und die Alarmanlage ist an. Ein kleiner Junge? Mhm. Moment. Oh mein Gott. 8 Anrufe in Abwesenheit. Wahrscheinlich hat meine Schwester völlig verzweifelt versucht, mich zu erreichen. Ich weiß wohl nicht, wie der kleine Junge da reingekommen ist, aber es könnte mein Neffe sein. Ja, keine Panik. Moment. Wir müssen aber die Formalien leider doch schnell noch abschließen. Fragen keine, nämlich, dann gibt es keine mehr. Dann sind Sie entlassen, bleiben unvereidigt. Danke, dann können Sie gehen. Den David Heinemann bitte, den Verlobten des Opfers.